Liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich euch zeigen, wie man diesen Pflanzkübel, der sich selber bewässert, ganz einfach zu Hause bauen kann. Und ihr kennt ja vielleicht die Situation, man will mal irgendwie 7 Tage wegfahren, so einen kleinen Urlaub. Und dann fragt man sich, Mist, wer soll denn jetzt eigentlich die Pflanzen auf Balkon, Terrasse oder im Garten gießen? Da muss man wieder den Nachbarn fragen oder vielleicht sogar die Schwiegermutter, die muss man dann wieder zum Dank 10-mal zum Abendessen einladen. Und wenn man das alles nicht möchte, sondern einfach mal spontan los will, dann baut man sich so einen kleinen Pflanzkübel, der sich selber bewässert. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Und diese beiden Eimer sind das Herzstück unseres Pflanzkübels. Das sind 2 10-Liter-Eimer und die hatte ich ja im letzten Video Aussaaten im September bestellt. Hatte ich so einen riesen Karton bekommen, aber ihr könnt die auch für lau bekommen. Geht da mal zum Dönermann eures Vertrauens, geht da mal irgendwo in der Gastronomie fragen, ob ihr da ein paar lebensmittel-echte Eimer bekommen könnt. Weil ihr wollt ja nicht, dass hier irgendwelche Absonderungen stattfinden und euch die Erde vergiften oder da irgendwelche Stoffe reinspülen, die ihr dann später nicht essen wollt. Das ist ganz wichtig, Leute. Des Weiteren braucht ihr einen Blumentopf aus Plastik, 12 cm Durchmesser, dann Kabelbinder, Zollstock, selbstschneidende Schrauben, Bohrer, ein Edding, dann Bits, dann 2 Flachfräser, 25 und 20, ein Cuttermesser, eine Stichsäge wäre ganz gut. Normalerweise könnt ihr das auch mit dem Cuttermesser machen, ist aber sicherer mit der Stichsäge. Dann ein Akkuschrauber und ein Installationsrohr. Wo steht die Bemaßung? Hier EN25. Die ganze Materialliste findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Auch nochmal mit Link zu Amazon, sind Affiliate-Links. Wer mich da unterstützen will, kann das da gerne bestellen. Aber wie gesagt, findet ihr auch in jedem Baumarkt oder in jedem Euro-Shop. Also macht euch da keinen Stress. So, wenn ihr das alles zusammen habt, geht's schon los, Leute. Da legen wir schon los. Da tun wir den Blumentopf auf die Mitte des einen Eimers. Der Blumentopf ist jetzt hier auf die Unterseite des Eimers aufgesetzt. Und wir gehen hier an der Außenseite des Blumentopfes mit dem Edding lang. So sieht das dann aus und hier müssen wir jetzt ein Loch reinschneiden. So, der Witz ist natürlich, der ist jetzt 12 cm im Durchmesser. Das Loch muss natürlich kleiner sein, dass der Blumentopf dann im Eimer so aufsitzt. Von daher werde ich mir jetzt nochmal 1,5 cm von dieser Außenseite Punkte machen, wo ich dann einen Kreis wieder machen werde und diesen Kreis werde ich ausschneiden und dann passt der Blumentopf hier auf jeden Fall rein. Also schneidet jetzt nicht hier außen lang, da würde dann einfach der Blumentopf durchrutschen und die ganze Arbeit wäre umsonst gewesen. So, der ein oder andere Handwerker lacht jetzt bestimmt über diese Methode, die ich hier verwende. Gibt es bestimmt auch ganz fancy Tools, irgendwelche Zirkel oder was auch immer. Aber habe ich jetzt leider nicht da, also muss ich mir so zu helfen wissen. Dann bohren wir ein Loch hier rein und nehme ich die Stichsäge zur Hand. Ihr könnt auch das Cuttermesser nehmen, aber wie gesagt, mit der Stichsäge geht es ein bisschen besser. Das Loch ist gemacht und jetzt schaue ich mal hier. Okay, seht ihr, passt richtig gut rein. Habe ich doch gut hinbekommen. Sehr schön, muss ich mich mal selber loben, Leute. Und so muss das dann aussehen. Also da sollte richtig schön reinpassen. Gebt da auch mal ein bisschen Druck drauf, ob der irgendwie durchrutscht. Also sollte auf keinen Fall durchrutschen. Und so sieht das von der Innenseite aus. So, in diesen Blumentopf machen wir jetzt mehrere Löcher. Also mindestens 3. So, hier nochmal welche. So, die Überreste der Bohrspäne machen wir dann noch weg. Und der nächste Arbeitsschritt, den wir machen müssen, ist die Installation dieses Rohres. Darüber wird der Pflanzkübel mit Wasser versorgt. Und das, was ihr unten seht, das ist alles Wasser. Und wenn wir das Wasser hier reingießen, dann kommt das hier unten an. Das bedeutet, wir müssen hier ein 25er Loch durchmachen, damit wir hier einen Teil dieses EN25 Installationsrohres durchbekommen. Und wir hatten ja auch gesagt, wir haben noch Flachfräser und hier haben wir, wie es der Zufall will, einen 25er. Als nächstes kommen wir jetzt an einen wichtigen Punkt. Also hier seht, in dem Eimer
ist der Blumentopf drin. Und jetzt muss ich mal schauen, ich habe mir hier irgendwo eine Markierung gemacht. Genau, hier. Hier seht ihr den Boden des Eimers. Und ich muss die Höhe des Eimers, wie weit er hineinragt in den anderen Eimer, so bestimmen, dass dieser Blumentopf trotzdem noch richtig drinne hängt und nicht nach oben gedrückt wird, so wie hier jetzt gerade. Ne? Also so darf das nicht sein, sondern sollte jetzt natürlich schön hier drinne hängen. Also wir schauen uns das nochmal an, genau die Höhe. Und jetzt werde ich an diesen Punkten, wo ich diese Markierung gemacht habe, mit selbstschneidenden Schrauben den Eimer hier an diesem anderen Eimer befestigen. Und das sind die Schrauben, die zeige ich euch gleich nochmal. Also nennt sich Bohrschraube verzinkt. So, wenn das jetzt alles befestigt ist, so sieht das dann aus. Also der Eimer ist fest mit dem anderen Eimer verschraubt. Das funktioniert auch richtig gut. Also mit den Eimern zumindest, wie gesagt, sind auch in der Beschreibung dann unser Blumentopf. Der kommt hier rein. Das hier unten ist dann der Wassertank, wo das Wasser drin ist. Hier ist, wie gesagt, das Rohr, wo gleich unser Befüllungsrohr reinkommt. Und ja, wie gesagt, ihr könnt auch kürzere Schrauben wählen. Ich hatte die jetzt noch da. Ich wollte mir jetzt keine neuen kaufen. Glaube ich, kein Hexenwerk bekommt, glaube ich, jeder von euch hin. So, jetzt muss das Rohr hier rein. Wo liegt das? Das haben wir hier. Und jetzt müssen wir die Rohrlänge für die Befüllung bestimmen. Also soll so ein Stück überstehen einfach. Mache ich mir hier eine Markierung. Hier. Ja, legt euch da auch gerne irgendwie eine Folie unten drunter. Nicht, dass die ganzen Plastikpartikel hier im Garten rumfliegen. Muss jetzt nicht sein. Dann werden hier nochmal zwei Löcher gebohrt. Das Rohr wird mit einem Kabelbinder am Eimer fixiert. Ja, ihr Lieben, und das war schon die ganze Arbeit gewesen. Das Befüllungsrohr ist befestigt. Die Eimer sind sicher miteinander verschraubt. Der Blumentopf kann jetzt hier nochmal hineingesetzt werden. Und jetzt bei der Befüllung müsst ihr noch was beachten, ansonsten könnte es da Probleme geben. So Leute, da habe ich es doch fast geschafft. Herzlich willkommen in mein Arbeitszimmer und ich möchte euch heute was schenken, nämlich meine Gemüsesteckbriefe. Das ist mein neues Buch und das bekommt ihr als Stammzuschauer von Autorando und auch als diejenigen, die die Videos anscheinend ziemlich lange schauen, weil ich habe die Positionierung jetzt fast am Ende extra so gewählt. Ihr bekommt diese Gemüsesteckbriefe for free. So, was findet ihr hier drin? Also das ist wirklich ein ganz tolles Buch für alle, die noch nicht so viel Gartenerfahrung haben oder so, sagen wir so, 3-4 Jahre Gärtnern und noch nicht so ganz sicher sind. Also ihr habt hier Infos zu den einzelnen Gemüsekulturen. Wie tief müssen die Samen gesät werden? Welche Reihenabstände müssen eingehalten werden? Wann müssen die einzelnen Kulturen vorgezogen werden? Pflanzpläne für Hochbeete, guter Nachbar, schlechter Nachbar. Es gibt zwei Rabattcodes im Wert von über 100 Euro. Also da ist richtig was dabei, Leute. Und das alles kriegt ihr umsonst. Und wenn ihr das Video fertig geschaut habt, unten einfach auf den Link klicken, eure E-Mail-Adresse eintragen. Und dann wird es automatisch zu euch ins Postfach geschickt, dieses kleine Büchlein. Danke für eure Unterstützung und schnell sein, Leute, nicht verpassen. Und ich arbeite in diesen Blumentöpfen ganz gerne mit Perlit. Das ist schön locker, da kann keine Erde verklumpen, weil wir müssen ja sicherstellen, dass hier wirklich immer alle Löcher zumindest halbwegs offen sind, dass die trockene Erde von oben das Wasser hier nach oben transportieren kann und die Pflanze damit versorgen kann. Wenn wir hier zum Beispiel irgendwie Erde haben, wo Gesteinsbrocken drin sind oder die verklumpt, dann könnte es sein, dass diese Löcher verklebt werden und das Wasser nicht mehr nach oben gelangen kann. Und von daher gehe ich hier ganz auf Nummer sicher, nehme das Perlit. Könnt ihr auch zum Beispiel ein Erde-Sand-Gemisch nehmen. Also was sehr leichtes. Auf jeden Fall sollten da keine Klumpen in der Erde sein. Und jetzt kann der Topf hier
mit Erde befüllt werden. So, rein mit der Erde. Ja, und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, Leute. Bevor ihr das Pflanzgefäß in Betrieb nehmt, durchtränkt die Erde erstmal richtig mit Wasser, bevor ihr den Tank hier unten befüllt. Weil ansonsten zieht euch den Tank immer wieder leer. Also da immer schön gießen, 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 bis hier wirklich die Erde richtig feucht ist. Das Wasser, was zu viel ist, läuft das sowieso hier unten in den Eimer rein. Also ihr verliert auch kein Wasser. Und erst dann solltet ihr hier auch eine Pflanze reinpflanzen. Und ich höre es schon plätschern und wir schauen uns das gleich mal an. Und seht ihr das hier? Das ist jetzt schon das Wasser, was hier von oben nach unten durchläuft. Und wir fangen das auf. Also das ist auch eine super Angelegenheit, um Wasser zu sparen, wer auf den Wasserverbrauch achten muss. Für den ist das auch hier die richtige Erfindung oder das richtige Do-it-yourself-Projekt. Und ich würde sagen, das Wasser kommt hier unten an. Die Erde hier oben ist schön feucht. Also können wir jetzt den Tank befüllen. So, und jetzt befüllen wir hier über das Rohr den Tank. Passen ungefähr 3 bis 4 Liter rein. Könnt ihr euch natürlich auch gerne noch einen Trichter besorgen, den ihr hier oben drauf setzt. Geht er dann von Pflanzgefäß zu Pflanzgefäß. Macht das Leben auf jeden Fall leichter. Ich habe jetzt schon überall gesucht. Ich meinte, ich hätte einen hier, aber ja, manchmal verschwinden Dinge einfach spurlos. Ja, Leute, soweit so gut. Das Pflanzgefäß ist befüllt. Man könnte jetzt noch ein kleines Update machen, hatte ich geplant, aber ich glaube, das sieht man hier ganz gut, die Wassersäule. Von daher brauche ich das nicht. Man könnte noch mit so einem kleinen Rohr oder so einer kleinen Hülse, die könnte man hier noch reinmachen, ein Loch bohren, reinsetzen, mit Silikon abdichten, dass man wie so eine Art Überlauf hat, dass da nicht zu viel Wasser drin ist. Das wäre noch eine Möglichkeit. Man könnte ja auch wieder einen Korken reinmachen, in den Korken noch einen Strohhalm und das sieht, hat man wie so eine Füllstandsanzeige. Das wäre vielleicht auch so ein ganz gutes Gimmick. Vielleicht mache ich das nochmal in einem Short, so als kleines Update. Aber ansonsten dürfte das Grundprinzip, glaube ich, klar sein. Also teilt gerne das Video mit Leuten, die da immer wieder Probleme haben. Ich fahre in Urlaub und weiß nicht, wer gießen soll. Das ist vielleicht mal eine schöne Anregung für den einen oder anderen. Natürlich gerne eure Tipps und Tricks, wie man das verbessern könnte, in die Kommentare. Und ansonsten viel Spaß beim kleinen Do-it-yourself-Projekt. Bis bald, euer Robert von Autorando. Ciao.